So, was müssen wir jetzt machen? Shift J. Etappe 3 sind wir jetzt, richtig? Etappe 3, 6 von 11 Ziele. Habe ich auch, 6 von 11. Okay, dann die erste. Erhaltet ein Würfel für ein Kopfgeld. Würfelchen. Das sind diese Würfelchen, die wir ja hier brauchen. Ja. Für ein Kopfgeld. Also müssen wir Kopfgelder machen. Aber wir haben ja schon 6 gemacht und haben nicht ein Würfelchen gekriegt. Ey, wir müssen sie vor allem jetzt in Akt 1 machen, ne? Ja, da sind wir ja gerade. Ja, aber die gibt es ja wahrscheinlich in jedem Akt. Oder die gibt es aus diesen großen horatischen Truhen. Weil die heißen ja auch horatische Würfelchen. Okay, ja, dann gehen wir südliches Hochland jetzt, wa? Südliches Hochland. Das sind die. Ja, wir müssen 5 Kopfgelder machen, damit wir diese Kiste kriegen. Und mit der Kiste kriegen wir dann diese Würfelchen. Und wir hatten eben Pech, dass wir eben kein Würfelchen gekriegt haben. Okay. Ja. So ist auch, ne, manchmal. Wo bist denn du? Ja, ich renne zu dem Kopfgeld. Achso. Obwohl, ich mach die hier einfach tot. Die Ecke hier kenne ich doch. Ja. Ich krieg auch gut Schaden von denen. Wo ist denn mein Damage Cheater hier schon wieder? Ich komme hier nicht raus. Wo bist du denn? Am Tor haben sie mich eingekalkt. So, was ist denn hier los? So, wir ziehen jetzt mal hier alles zusammen. Gibt eine schöne Feuerwand. Hier ist kein Bossball. Das sind ganz normale Trash-Gegner. Legendary? Ja, Stiefel, Digga. Von ganz normalen Trash-Volk. Gerade noch gesagt, ne? So, jetzt können wir ja langsam weiter. Ah, hier, guck mal, dein Lieblingsbaum, wo die ganzen Schmetterlinge rauskommen. Hier kommen Erinnerungen hoch. Juhu! Da unten ist er. Guten Tag. Die Macht schläft in den toten Wesen. Wir können sie uns teilen, ja? Ihr werdet helfen. Diana, ihr werdet helfen. Ich habe ja gleich gespannt, ne? Ich würfel gleich die Handschuhe, damit ich diesen Vierer-Set habe. Und dann machen meine Avatare Explosionen. Das wird ja mega. Weil ich ja auch noch die unendlich Avatare habe. Also die hauen ja nicht mal ab. Das ist ja das Coole daran. Jetzt sieh her. Guck genau hin. Ich werde leben. Ihr werdet sterben. Du wirst sterben, Alter. Ich will nicht. Er hat gesagt, du stirbst. Stand bei Discord auf. Heute ist dein Todestag. Das war knapp. Jetzt ab zum nächsten. Hain des Weglands. Mama, Mama, Mama. Mama, Mama. Da ist ein Boss. Ich spring rein. Noch nicht bereit. Hey. Was? Er hat mich einfach auf den Kampf teleportiert. Er kriegt immer, ab und zu kriege ich mal da unten so einen Debuff. Was ist denn das? Da, nee.
Ja, ich auch nicht. Habe ich jetzt schon zweimal gesehen, aber ich war nicht schnell genug, da mal hinzuhabern. Es fällt unter dir. Da, jetzt habe ich wieder. Ach ja, ich mache ja Schaden durch den Ring. Jedes Mal, wenn wir einen Boss töten, machen wir ja mehr Damage. Ah. Durch den hast du doch auch gesockelt, oder? Ja, ja. 20% mehr Damage. Den Schlüsselhüter können wir auch machen, ne? Wenn er schon mal hier ist. So. Wenn er schon mal los war. Weil ich das Dreieck da oben sehe. Ich spring rein! Mutti, hier ist das! Oh, Mutti macht Schaden! Ist das dein Feuer? Ja. Jetzt kommt wieder Feuer. Sollte es einen Schlüssel oder sowas geben? Wir müssen noch 41 Gegner töten. Wir sind ja mit dem Kopfgeld noch nicht fertig. Achso. Ah, wir haben zu wenig Billo-Gegner getötet, okay. Ja, aber wir sind ja eh noch auf dem Weg zum Schlüsselmeister da oben. Hä, wie kommt man denn da hin? Ach, der ist ganz woanders. Dann müssen wir ja hier durch den Friedhof. Vielleicht haben wir ja Glück und alle vier Krypten sind offen. Hm. Eins. Ja, Arschkarte nur. Nur drei. Ja. Ja, sobald eine zu ist, sind es definitiv keine vier. Ach, war eine zu, oder was? Ja, eine war schon direkt zu. Ach so. Oh! Hier ist ganz andere Kopfgeld-Quest. Ja, diese 41 Gegner müssen wir in dem Gebiet davor machen. Ach so. Aber ich komme hier gerade nicht weg. Das hier ist ganz, wo der Schlüsselhüter ist, ist nicht mehr die Kopfgeld-Quest. Wir müssen kurz zurück, da ein paar Gegner töten und dann können wir hier hin. Dann machen wir sogar zwei Kopfgelder. Direkt hintereinander, weil hier ist die andere. Wie angenehm, dass die so nah beieinander sind. Oder haben wir die hier schon? Hast du die 41 Gegner getötet? Nee, hab ich noch nicht. Nee. Lange war es für 20 Gegner. Ich sag ja, ich fühle mich noch gar nicht so wirklich wohl mit meiner Spiele. Also wenn ich gleich mein Z-Boni habe, bin ich schon mal ganz gespannt, was dann passiert. Was dann für Damage-Zahlen reingebrasselt kommt. Achso, wir haben es geschafft, hä? Ja, ganz ja. Jetzt können wir ein weiter. Wo bleiben sie denn? Bin doch schon da. Sicht des Lichts.
Also hier krieg ich echt viel Schaden rein. Ja, ich hab doch nicht was gefolgt. Oh. Ist doch bescheuert. Das ist ein Ghoul. Was ist da? Ich sage, er soll dich in Ruhe lassen. Heute ist nicht dein Tag, hat er gesagt. Wer denn? Mein Charakter hat gesagt, heute ist nicht dein Tag. Oh. Das sind alle Zeichen, dass du heute deinen Charakter verlieren wirst. Ach, es doch. Tut mir leid. Mein Charakter hat das sogar selber gesagt. Das ist genauso ein Lügenmaul wie... Ah! Hier aus dem Knochenhaufen kriege ich einfach spontan erstmal einen Kopfschuss. Ich krieg noch nicht mal Geld. Einfach spontan ein Kopfschuss. Ich glaube, es gibt auch keinen Diablo-Spieler, der so rumschreit wie ich, wenn Legendary droppt. Ja, das glaube ich auch. Man freut sich nun mal über die kleinen Dinge. So, ich hol mal hier den Schlüsselhüter, ne? Noch nicht. Du holst den Schlüsselhüter. Ja, ich bin schon mal bei ihm. Spring rein! Was ist denn das für eine Feige da? Der haut dich sogar ab. Der haut dich sogar weg. Wieder so eine komische Maschine. Zwei. Zwei Maschinen? Aber warum haben wir denn vorhin in Akt 3 kein Würfelchen gekriegt? Weil Akt 3 hatten wir ja diese Kopfgelder auch alle geschafft. Keine Ahnung. Vielleicht sind die selten. Oh. Ruhe! Bedeutet ja, dass man die grinden muss. Wo kommen denn die ganzen Gegner hier schon wieder her? Ich weiß nicht, ich glaube, die hast du gepult. Ja, die so die linke Seite. Und dann hast du gesagt Ruhe und dann bin ich... hergekommen. Ich hier mit meinem Single Damage. Das wird ein guter Kampf. Du hast einen Bosskürz dazu geholt. Ich? Ja, ich sehe es da unten links. Wie war das nicht? Doch, diese Frösche da. Was für Frösche? Ich sehe gar keine Frösche. Doch, die blauen. Sag mir lieber, was sie an Schaden können. Was können die? Gift auf den Boden machen. Ja, die kann nichts. Autsch. Bekloppen können sein. Weißt du, ich habe ja jetzt einmal bei Coinspin und gestern kurz bei Hypnotic Power reingeguckt haben, ne? Ja. Und beide sind so am Durchrennen, ne? Machen Bosse innerhalb von 3 Sekunden und alles und wir kämpfen uns hier wirklich ein ab, ne?
Also zwar ohne Probleme, also lebenstechnisch geht das, aber... Ja. Ich glaube, wir haben zu viel Depp. Wir sind zu viel Pussy. Ja, aber ich bin ja auch kein Hardcore. Da würden wir auch so spielen. Zu viel Pussy. Aber du bist herzlich eingeladen, jederzeit von deinem Depp runterzugehen und mehr Damage zu machen. Ja, ich gehe doch schon voll auf Crit zum Beispiel. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Ja, ich habe ja schon über 50%. Ich habe 57% Crit-Chance. Tagebuch! Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Karte gefunden. Dann hatte ich das noch nicht mal. In der Nähe von Neutristram. Ich wohl schon. In ihren Besitz heftig. Gebracht. Und die armen Narren haben nicht die leiseste Ahnung, was sie damit anstellen sollen. Ich hingegen habe bereits eine Ahnung, was ich mit ihrer Tochter anstellen werde. Ja, ich glaube, mein Viehzeug ist halt auch echt nicht darauf ausgelegt, wirklich so, ne? Das tankt halt mehr. Ja, deswegen sage ich ja, ich brauche einen Zauberer. Für die Story war das ganz gut, ein Kreuzritter zu spielen. Ja, hier, Kopfgeld, ne? Für die Story war das ganz gut, einen Kreuzritter zu spielen. Damit wir im Hardcore auch die Story überleben. Aber jetzt zum Grinden ist ein Zauberer wichtiger, oder? Weil ein also Zauberer ich ist ja jetzt nicht dafür. Also ich werde wahrscheinlich keinen neuen Charakter machen. Ich dachte, du willst einen Totenbeschwörer. Ja, hatte ich vor, aber ich will mich jetzt erstmal hier mit meinem Hexendoktor auseinandersetzen. Die sagen zwar auch alle, dass der für solche Speedruns generell das Schlechteste ist, was du machen kannst. Also dieser Jesse Rocks zum Beispiel hat das gesagt. Das ist der Hexenmeister oder der Kreuzritter? Der Hexendoktor. Es gibt da so ein paar Builds, die sind nicht schlecht, aber... Ja... Ich mag meinen Kreuzritter, mag ich ja auch, sonst hätte ich den ja nicht so lange gespielt. Aber ich bin ein bisschen zu viel auf Death halt, ne? Weil es mir nun mal die Möglichkeit gibt, so eine Aura anzumachen. Dann nutze ich die auch gerne. Ich könnte die Aura wegmachen und dafür Damage reinpacken, ne? Ja. Aber ich möchte gerne jede Sekunde 12.000 Leben. Ich möchte sie. Ja, natürlich. Ich möchte auch gerne alle 30 Sekunden uns über 120.000 Schild geben. Würde ich auch ganz gerne. Lieber Max Roll, Jesse ist Schmutz. Ja, von Max Roll habe ich auch schon so viel gehört. Guck mal, und ich habe dir neulich ja noch eine Seite empfohlen für Diablo 4. Das war auch von Max Roll, ne? Und Harry Potter sagt, Schmutz, Jesse. Jo, wieder Amulett! Legendary! Die zwei Kisten nehmen wir auch noch mit, ne? Klar. Gold ist bei mir drin. Und bei dir zwei geile Sachen. Okay, so, wo jetzt? Ah, wir sind noch gar nicht fertig hier. Tötet Ebene. Alle Gegner. Ach, wir müssen alle Gegner töten. Sie kommt der zweiten Ebene. Ja, steht da oben rechts. Ebene 2. Max Rolle sind die Besten. Ja, ich kann das auch schon von Trautmann nicht mehr hören. Der sagt immer, Jesse hier und Jesse da. Ja, das ist der Erste, der mir angezeigt wird. So. Und jetzt runter zu... Ne, rechts zu königlichen Krypten. Platztechnisch haben wir ja noch was, ne? Okay. Ja, das haben wir noch. Ein würdiges Opfer. Vorsicht, spring rein! Oh, die können Eis. Eis, aufpassen. Aber der ist ja schon wieder Dauergestern. Ah, der ist bei mir. Ach, der ist bei dir. Ah, Eis! Und wo ist er jetzt? Immer noch vor der Haustür. Ah!
Ja, das Eis. Das Eis. Ich habe ja keine Angst vor dem Eis. Also ich lasse mich vom Eis auch einfrieren. Nur wenn Arkan da ist, dann nicht. Eis solo macht kein Problem. Und du mit deiner 1 Million Schaden dürftest eigentlich auch keine Angst haben vor Eis. Das ist mir egal. Eis und Arkan, das ist die Kombination, die wir meiden wollen. Nur Eis ist kein Problem. Heul nicht so viel rum. Du willst nur, dass ich sterbe. Oder? Heul nicht so viel rum mit deiner 1 Million Leben. Guck mal, wir müssen den Skelettkönig töten. Als Kopfgeld. Wollen wir nochmal Gina fragen, ob es mitspielt? Aber Schwein vermisst den auch schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie er aussieht. Wo bist denn du? Ja, ich kann zum Boss. Alter. Wo bist denn du? Ich gebe mich mit Fußvolk nicht zufrieden. Ich komme nicht durch mein Fußvolk. Dann nimm einfach an. Oh, perfekt. Sind. Du hast alles gepult, die stehen alle da durch, ich komme nicht durch die Tür. Ich bin aber auch rüber gesprungen, um diese Türen zu meiden. Gelber Zeug. Ich hab dir da was hingeworfen. Wie so ein ja, ich brauche doch gleich Platz für den Loot hier von dem Boss. Der wahnsinnige von Drifthraum, wie geil. Der hat mich ja auch mal gewonnen, ne? Pussy-Modus. Wen nicht? Dich. Ich wette mit dir, die ganzen Diablo-Suchtis, die bei uns hier im Chat sind, die schütteln nur den Kopf, wie wir spielen, ne? So richtige Rentnerspieler. So richtige Rentnerspieler. Aber wir sind hier auf Road to Gold. Immerhin sind wir hier nicht auf Profi unterwegs, sondern auf Qual 5. Genau. Naja, würde ich so spielen wie Traumann, wären wir immer noch auf Meister. Gib es zu. Gib es zu. Du warst die ersten 40 Stunden immer dagegen, dass ich hochschalte. Bin ich prinzipiell immer noch. Legendary. Falldreck. Hier, Truhe. Also definitiv sind das Brustschutz. Ich kann nicht mehr tragen. Kein Platz mehr. Ich auch nicht. Aber ich höre es so gerne. Piu, so. Piu, 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 piu. Ich bin überlastet. Siehst du das? Was denn? Was ich hier mache. Ach so, ja, aber ich sehe der Legendary. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, gehen wir mal eben verkaufen, ne? Ich muss zurückkehren. Warum sollte es Schmutz sein? What the fuck? Na, hör mal. Ja, weil wir wie Rentner spielen. Ihr rennt da alle durch und so und wir hecheln uns einen ab. So, alles Blaues verkaufen, alles Gelbes verkaufen und wieder rein. Ja, jetzt habe ich das weiße Zeug wieder eingesammelt, was du mir da hingeschmissen hast. Ich muss zurückkehren. Was ich dir vorher hingeschmissen habe. Ich habe nur noch 6 Toffifees. Manu. Wie traurig. So, ich gebe ab, ne? Ich sehe, ihr wart. Ach so, ja. So, jetzt denk dran, du kannst die Kiste öffnen, da droppt eine Menge Kacke raus jetzt. 1 Million Pläne und ein Epic. Ein Legendary. Und 1 Million Pläne. Pläne, 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 Pläne.
So, habe ich irgendwas bekommen? Ne, ich habe nur Pläne bekommen. Ah, ne, doch, den Schulterschutz. So, alles leer. Und beim Juwelier auch wieder eins. So. Jetzt einmal Kanes Buch. Ich habe insgesamt 2, 4, 6 Fragezeichen. Ich hatte eins. So, Brust. Reduziert die Ressourcenkosten von Feuerfertigkeiten. Ich habe nicht mal Feuer. Okay. Aber da kann man ja das Ding raussaugen, ne? So. Da muss ich noch überlegen, ob ich die behalten will. Wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, besteht eine Chance, dass ihr statt zu sterben auf 25% eures maximalen Lebens geheilt werdet und Gegner in der Nähe von Furcht erfüllt fliehen. Eine zweite Lebensversicherung. Oh, das muss ich auf jeden Fall raussaugen. Das was? Eine zweite Lebensversicherung. Welches ist das denn von dir? Schulterpanzer? Wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, besteht eine Chance, dass ihr statt zu sterben auf 25%. Ja, statt. Also, es besteht nur eine Chance, ne? Wie hoch ist die Chance, ist die Frage. Ja, aber. Es würde ja erst wieder das getriggert werden. Selbst wenn das getriggert wird. Du rennst ja eh weg und nutzt nicht dein Passivskill. Oder sagst du, okay, ich hab ja, wenn das getriggert wird, bleibe ich mitten im Kampf stehen, weil ich hab ja noch eine weitere. Oder packst du deine Passive dann weg? Ja, das weiß man nicht, ne? Es gibt ein Amulett mit einer zweiten Lebensversicherung. Ja, aber beim Amulett ist das Amulett ja weg. So, aber ich wollte das eine Set-Teil noch umwürfeln. Ja, muss ich auch gleich noch machen. So, ich habe hier einen Hammer. Alle 10 Gegner, Giftnova über 1000% Waffenschaden. Das hätte ich gerne tatsächlich. Das muss ich auch raussaugen. So, das kann alles weg. Das ziehen wir uns gleich an. Oder kann ich auch jetzt eigentlich anziehen? Oh, ich habe nicht genug vergessene Seelen. Gut, kommt in die Kiste. So, der kann im Müll, das kann alles im Müll. Die Handschuhe müssen wir umwürfeln. Habe ich eigentlich noch so ein Z-Teil? Agis der Tapferkeit. Habe ich noch ein Tapferkeit-Ding? Oh. Nee, ne? Das passt ja schon zu. Doch, ich habe 2. Okay, 2 Sachen kann ich umwürfeln. Wahrscheinlich habe ich gleich ein 5er-Z. Oh, die Schuhe sind ja gut. Hä, warum habe ich gelbe Schuhe an? Ich habe gelbe Schuhe an. Seit wann? Seit gestern, ne? Ich habe noch nichts legendäre Schuhe gehabt. Aber jetzt habe ich welche. Ihr erhaltet Immunität gegen Einfrieren. Ist das nicht geil? Und gegen Bewegung und Unfähigkeit. Also ich kann nicht mehr festgehalten werden und nicht mal eingefroren werden. Was sagst du dazu, hm? Nicht schlecht. Ja. Und alle Werte gehen wieder hoch, natürlich, ne? Und meine Avatare werden stärker. Hatte ich echt noch gelbe Schuhe an? Lol. Was ist das denn für ein Hut? Reduziert die Abklingzeit. Und erhöht den Schaden meiner Avatare um 50%. Das kann man doch bestimmt auch raus. Kann man... Hier, ihr Diablo-Profis. Guck mal, man kann ja die Sachen da raussaugen. Und woanders reinpacken. Kann man auch... Legendary-Sets ebenfalls mitbestücken, ne? Also ich kann das jetzt hier zum Beispiel raussaugen. 53%. Und auf meinen Hut draufpacken, richtig? Bestimmt. Sag einfach ja. So, jetzt hab... Kann das Shit mal weg, bitte? So. Wie saugt man denn so eine Fähigkeit da raus? Nein, nur 3 Items im Würfel. Ja!
Achso, nur drei Items zum Würfel. Ja, also raussaugen tust du mit Dingsen. Steht auch da beim Würfel, bei dem ersten, glaube ich. Beim ersten? Archivieren, extrahieren. Aber dafür brauchen wir Teppich, Engelsfleisch, ein Schmetterling, eine Rune. Wandteppich aus Ariad, hab ich doch. Ah. Schmetterling fehlt. Aber wir können nur drei. Wir können nur eine Waffe, irgendein Rüstungsstück und irgendein Schmuckstück. Also du kannst nicht überall jetzt was raufpacken dann, ne? Aha. Du kannst ja nur eine Waffe oder Nebenhand sogar. Ja, oder Nebenhand. Also Waffe oder Nebenhand. Irgendein Rüstungsteil und irgendein Schmuckteil. Du kannst aber nicht zwei Rüstungsteile. Okay. So, aber das will ich trotzdem haben. So, und was ist das jetzt für ein Ring? Heiligschaden. Also da gehen die Werte ja eigentlich gut hoch. Ja, wegen Stärke und wegen Rüstung und so, ne? Aber mein Crit geht flöten, deswegen ist auch Schmutz. Das Auge von Edlich. Okay, so, und jetzt würfel ich. Warte. Also das kann weg. Das. Jetzt würfel ich meine Z-Teile um, damit ich meinen Z krieg. Wie war das? Wo war das? Wo hast du das gemacht? Bei Seite 4. Seite 4? Ja. Z-Gegenstand umwandeln, genau. Füllen. Ich kann das nur einmal machen, ne? Wie war das denn? Hast du andere Werte drauf gekriegt? Wahrscheinlich, ne? Ja, das war also komplett ein anderes Ding. Okay. Oh, toll, wieder Handschuhe. Jetzt habe ich zwei Handschuhe. Manu. Hast du ein paar Seelen für mich? Egal, zwei Chancen habe ich noch. Aber nicht mehr jetzt. So, zwei Handschuhe. Ein Ring des königlichen Pranks gibt es im Akt 1 aus dem Würfelchen. Und den tut ihr dann in dem Würfel wegen Z-Teil-Reduzierung. Ja, aber wir kriegen ja gar keine Würfelchen. Wir haben noch nicht ein Würfelchen gehabt. Wir haben auch noch nicht einen Schmetterling gekriegt oder so. Wir haben noch gar nichts gekriegt. Wir sind ja richtige Lappen sind wir. Aber ich kann schon so ein königlich machen, ne? Du wahrscheinlich auch, ne? Okay, ich könnte den Brust tanzen. Ich mache jetzt so einen königlichen zum ersten Mal und krieg dadurch 22% Leben. Pum. So, wie viel Leben habe ich jetzt? Statt 650? 780. Siehst du ja, oh mein Leben. Klick im Inventar auf den Amboss. Habe ich. Ja, überall 0. Guck, 0. Ah, wir haben schon 6 Teppiche. Ja, also, ich habe schon 6. Uns fehlen andere Sachen. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir schon ein paar Sachen haben. Okay, wir haben schon Runen und Teppiche. Okay. Oh, da geht halt brutal meine Fähigkeit runter, ne? Brutal. Man soll nicht so auf die Werte gucken mit Schaden und Zähigkeit. Du sollst auf die Stats gucken, so, ne? Du kannst 100.000 Schaden weniger machen, so im Gesamten. Aber wenn da dann so draufsteht, so, keine Ahnung, so, du hast 20% mehr Krötenschaden und du machst 125% mehr Schaden, wenn die Kröte vorher da rumlägt. Das wird ja gar nicht mit einberechnet, ne? Ja gut, aber ich müsste dann jetzt hier, wenn ich das machen würde, müsste ich halt einen großen bösen Voodoo noch mitholen. Du solltest mal deinen 71er Ring austauschen, oder hast du schon? Mein 41er Ring. Ja, ich habe ja jetzt nur noch einen großen Koloss hier, keine drei mehr. Ah, hast du schon ausgewechselt? Ja, so ein Ringset wäre. So ein Set-Ring wäre natürlich noch geiler, ne? Du hast noch leere Sockel. Ja, ich bin gerade am Vergleichen und ich hatte.
bin ja gerade am Überlegen, ob ich wirklich meinen Aquila Kyras. Aber das fühle ich nicht. 50% Schadensreduzierung ist halt echt geil. Arschgeleckter Würfel, ich liebe das. Du kannst das doch da wieder raufpacken. Du kannst das doch da raus. Ich hab doch keine Ressourcen, um das jetzt zu machen. Was braucht man? Ach ja. Ja, aber ich hab die 50% auch nicht und lauf hier tapfer rum. Du hast doch. Guck mal, du hast doch von Grund aus. Kannst du ja auch machen. Du hast doch von Grund aus mehr Widerstand wie ich. Durch deine Intelligenz ja auch. Du hast sowieso mehr Widerstände wie ich und heulst trotzdem rum wie so ein Baby. Oh, Baby! Ich kack dir in den Garten. Na gut, dann machen wir es erstmal so. Dann haben wir die Spinnenkönigin wieder. Wisst ihr eigentlich, warum der Erfahrungsbonus immer bei 10% ist? Müsste der nicht normalerweise wieder Goldfundbonus auch 1700% haben durch Qualstufe? Warum steht da immer nur 10%? Das verstehe ich immer nicht. Du schaltest immer höher, 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 aber die Erfahrung bleibt immer gleich, gleich, gleich. So, bist du ready? Noch nicht ganz. Ein Paragon-Level musst du auch noch austauschen, also wieder einwechseln, ne? Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich ein paar Seelen kriege. Wollen wir eigentlich mal gucken, wo wir das Dingsen da benutzen können? Öffnet ein Portal in das Reich des Kummers. Verwendet die Maschine im verfluchten Domizil, das im Neutristrum versteckt ist. Wo ist denn das? Oh, ich habe zwei verschiedene Maschinen. Ich habe Maschine der Angst und Maschine des Kummers. Das sind zwei völlig verschiedene Maschinen. Sehe ich gerade. Neutristrum. Okay, hier sind wir. Okay, hier ist irgendwo eine Maschine versteckt. Ich gehe mal schnüffeln. Ich such mal. Ich habe ein paar brandneue Waren. Ich gehe mal suchen, ne? Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Oh, das ist ja nicht das Ding, oder? Können wir hier eigentlich wieder irgendwas Neues machen? Ach, wir müssen. Oh, Trautmann, wir müssen so viel machen. Denk dran, wir brauchen diese großen Portalschlüssel, damit wir hier am Altar zum Beispiel 200 extra Schaden kriegen oder 25% Geschossreduktion oder Gegenstände haben keine Stufenanforderungen mehr und. Wir müssen noch Dinger machen, ne? Wir müssen noch so vieles machen. Traumann, werd mal fertig da. Mensch, ich bin unterwegs. Wir haben noch keine Zeit. Such jetzt lieber die Maschine erstmal. Ich bin am Altar. So, was können wir jetzt hier machen? Ja, noch nix. Den Schlüssel, wir müssen erstmal Schlüssel sammeln. Ja, doch. Ja, einen habe ich auch, aber den will ich ja noch behalten. Plus 200 Schaden, plus 25 Geschoss, Schadensrest. Ich gehe auf Schaden, hä? Bald. Gut, dann gebe ich meinen Luftschlüssel. Ja, dann schmeiße ich meinen Schlüssel auch weg. Dann mache ich das auch. Nicht nur gebrochen, du. Macht. Und wie viel ist dein Schaden jetzt hochgegangen? Drauf geachtet? So, ich habe jetzt 592. Und habe jetzt 609, also 20.000 mehr. Ja, 17.000. Das ist nicht so erfolgreich. So, hast 17. du die Maschinen dabei? Hätte ich die auch mitnehmen sollen? Ich habe die dabei, aber ich weiß nicht, wo ich die reinpacken soll. Die sind hier irgendwo versteckt. Also da steht, hier in dieser Stadt, im verfluchten Domizil, was versteckt ist. Und jetzt suche ich. Wo sind die Maschinen? Infernale Maschine des Schreckens, legendäre Portalapparatur. Verfluchtes Domizil Neutristram. Reich des Kummers, Reich des Schreckens, Reich der Angst und zweimal Reich des Kummers. Hä, wie viel hast du denn? Ich habe einmal Angst und zweimal Kummer. Aber ich habe noch nichts gefunden, wo ich das. Ich habe insgesamt 5. So, ja, das verfluchte Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Ist das hinten das Zimmer von Lea oder was? Keine Ahnung, ich such. Ein Tagebuch! Da ist bestimmt nichts drin, oder? Doch. Ich erinnere mich an die wundervolle Zeit, die wir zusammen verbringen. Also hier ist nichts.
Jeden Tag ein neues, verrücktes Abenteuer. Hier ist auch nichts. Was soll ich nur ohne ihn tun?